Mich findet hier. Ich schwöre auf Gott, mich würde hier niemand finden. Von mir können wir anfangen. Ah! Und Koala tötet mich. Ich hab jemand gefunden. So, fängt gut an, oder? Hallo, hey, Servus und Hallo zu einer neuen Challenge. Ja, ich fange jetzt einfach an, ohne eure Einwilligung. Warte kurz, dachte ich. Wie ist das du? Nein, das bist nicht du. Warte, ich verstehe mich kurz, dass ich das kurz vorlesen kann. Oder warte, ich brauche hier nur den Namen. Die Challenge kommt heute von Peptitein. Oder so? Ja, Peptitein. Sage ich jetzt mal einfach dazu. Ich spiele Tarnranger. Das Gegnerteam, also die Gegnerleute in der Party spielen Tarnkak D. Mit dabei ist übrigens Tim und Bina. Hallo. Ja, genau, diese spielen Tarnkak D und ich muss sie 10-mal. Ah, Python, du fährst mir da voll in die Aufnahme rein. Ja, genau, die müssen mich 10-mal. Also ich muss sie 10-mal hintereinander killen, also eine 10er-Serie mit diesen zwei Tarnkak D schaffen. Darf aber keinen anderen killen und sie müssen mich killen. Und wenn sie gemeinsam eine 25er Serie 25 Kills mit mir haben, wenn sie mich 25 mal abschießen, haben sie gewonnen. Wenn ich eine 10er Serie mit ihnen zwei schaffe, dann habe ich gewonnen. Ich hoffe, ich hab das heißt, wir dürfen doch nur dich abschießen oder was? Ah ja, stimmt eigentlich. Scheiße. Okay, ihr dürft nur mich abschießen. Oder? Warte, ich muss noch mal lesen. Aber ich glaube, das steht schon so. Ja, genau, 25. Hey, da gibt's aber zweischneidiges Schwert, weil wenn du die 10er-Serie schaffst und will ich trotzdem 25 mal töten, was ist dann? Ich schaff den wahrscheinlich wieder das eine noch. Dann würde ich sagen, du musst die 10er-Serie schaffen. Und das andere lassen wir einfach außen vor, weil es geht ja um dich, nicht um uns. Und er tötet mich. Also ich hoffe jetzt doch, Ihr dürft alles killen. Okay. Ihr dürft alles killen. Ich darf aber nicht. Ich darf aber nur euch zurückkillen. Apropos, ich hab gerade. Kennt ihr diese beschwörbaren explosiven Wichte? Ja. Jupp. Einem von denen habe ich gerade einen No-Scope-Headshot gegeben. Von diesen kleinen Viechern. Das war nicht mal Absicht. Nein! Du bist ja scheiße, Mann! Ja, jetzt muss ich einen Twist machen. Ich hab dich noch nicht mehr gesehen. Ich hab dich auch noch nicht gesehen, bist du in der Lobby? Aber er hat mich schon zweimal getötet. Ja. Und einmal ganz unfair. Keiner findet mich und dann findet mich Goala. Ja, das war die Anfangsszene, das ist super. Ich glaube, dass das Ganze noch schwieriger sein wird als das vorige Mal mit den Schnappern. Da hatte ich ja zumindest noch eine halbwegs ähnliche Chance, aber da jetzt, das ist glaube ich abnormal schwer. Komm mal, du musst dann einfach in den Nahkampf kommen. Bist du diese Glitzer-Tarnkak-D da vorne? Ja, das bist du! Ja, das war ich. Ah, jetzt wusste ich's. Okay, jetzt habe ich dich gesehen. Und da ist gleich der Timothy. Achtung, kommt der Meeresbiologe rein. Oha, ich hätte gedacht, du wärst der Meeresbiologe. Alter, hat's dich eigentlich noch? Ich muss Tarnranger spielen, wieso soll ich dann... Nein, ich dachte, du wärst der gestorben ist, so rum. Darf ich dich mit der Drohne jagen? Theoretisch, ja. Nein, das ist so unfair, wenn ich keinen anderen killen darf. Das ist echt unfair. Weil der verfolgt mich... Doch, ich heul jetzt. Wenn der verfolgt mich, Leute... Ich hab eine Auto-Attack von der Drohne gelandet, hab ich getötet. Pistil Pro. Das geht ja gar nicht. Ich gehe vor, da sind irgendwelche Erbsen und die killen mich sofort wieder, weil ich sie nicht killen darf. Das ist der Garten ist sowieso mies, weil du näher ran, und ihr kriegt den Garten nicht, gell? Ah ja. Ich glaube, das wird nicht. Das ist das Traurigste an der Sache. Doch, ich kill die Biene nochmal. BAM! In your face! Das war richtig knapp. Das war wie viel HP. Ich hab die 3 Leben. 3. Scheiße. Wie kannst du 3 Leben machen? Die Aufnahme jetzt? Die Aufnahme läuft. Wir schaffen das jetzt. Einzunehmen.
Ja, das schaffen wir jetzt. Ich will jetzt nichts gerne wieder hören. Und geschafft, sehr gut, eingenommen, weiter geht's. Nochmal. Jo, das war eine sehr, sehr kurze Folge der Challenge. Aber wir haben danach noch ein bisschen herumgesprochen, herumdiskutiert, was man sonst noch für Challenges machen könnte, was sonst noch sehr, sehr lustig wäre, glauben wir zumindest. Und ich möchte euch das Ganze jetzt zeigen, halt diese Ausschnitte, wo wir halt über die Challenge gesprochen haben, was für Ideen wir haben. Und ja, ich wünsche euch einfach viel Spaß mit diesen kleinen Ausschnitten. Bis dann und ciao. Oder man darf sich nur mit dem Presslufthammer fortbewegen oder nur mit dem Raketenhechtsprung oder nur mit dem Tackling Sprint. Das finde ich witzig. Oder wir machen so eine Drohnen-Challenge oder so, dass wir alle in der Drohne sind. Und was weiß ich was irgendwie. Und wenn die Drohne da vorbei ist, dann respawnt man einfach. Aber dann haben wir auch eine richtig miese KD. Scheiß drauf. Ich kann mir schlechte KD erlauben, im Gegensatz zu dir. Ja, da hast du. Oh, wir machen eine Disser-Challenge. Leider hat er sogar recht. Da müssen wir uns schnell irgendwas überlegen. Gut, wir überlegen uns jetzt die Random Challenge. Alle 2 Minuten machen wir eine andere Challenge. Oh, das, boah, das wäre wirklich mal geil. Nee, das machen wir vom Garten, nämlich den Garten, das. Aber wenn du sie nachher normal abspielst, dann schaut das wahrscheinlich aus wie ein ganz normales Spiel. Wie wäre es dann immer? Wir nehmen einfach, wie viele Challenges hast du schon gemacht? Weiß nicht, wir überlegen uns ein paar Challenges und immer, wenn du stirbst oder so, dann musst du eine neue Challenge machen. Das ist geil. Problem ist, wir haben noch. Ja, das, ich habe jetzt erst 2 Challenges gemacht. Das wäre ja jetzt nicht so doof. Schade. Nein. Aua. Wieso sagst du Aua? Kriegst du dem einen Elektroschock, wenn du Schaden erleidest oder was? Naja, ich spüre das. Das wäre ungeil eigentlich. Das müsste man machen. Testperson Biene. Ich habe eine Idee für eine Challenge. Ich mache eine Facecam an und jedes Mal, wenn ich sterbe, muss ich einen Purzelbaum machen. Das finde ich richtig gut. Ich weiß die neue Challenge. Let's own Koala. Da müssen wir Koala auf übelste Own und ihn dann verspotten. Das ist ja sonst eigentlich nie bei irgendeiner Challenge jemals gewesen oder so. And this is crazy, but here's my number. Ja, auf Kabin, bitte. Und eins, und zwei, und eins, zwei, drei, vier. Wir können auch so eine, ich wollte ja nicht, dass ihr alle mitsingt, Challenge machen, dass wir irgendeine Map spielen. Und dann so schnell wie möglich, also dass wir uns ein Zeitlimit setzen und dann so schnell wie möglich halt durch diese Karte rushen. So als Team. Ja, dann müssten wir aber alles sofort einnehmen. Ich hab gerade über Bienes Vorschlag nachgedacht. Da müssten wir alle durchrushen. Da müssten wir ein gutes Team sein. Ich dachte, du schlägst so eine Challenge vor, wo wir einfach instant singen müssen. Ja, das habe ich jetzt überlegt, aber möchte, glaube ich, keiner. Oh, das ist so altertümliche Volkslieder, so. Rente, 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 jo, das war's. Ich hoffe, euch haben ein paar von diesen Challenges gefallen oder vielleicht sogar inspiriert für eine komplett andere Challenge. Und ja, schreibt auf alle Fälle wieder eure Ideen in die Kommentare. Ich sag nochmal tschüss, bis zum nächsten Mal und ciao!